Vorne. Da sehen die Leute schon besser. Hallo? Ich würde gerne noch mal kurz mal eine Rede zum Finanzsystem halten und wie man die ganzen Probleme, die wir im Moment haben, lösen kann. Also ich sage kurz noch was zum Ist-Zustand. Ich denke über die Symptome von dem ganzen Finanzsystem, egal ob es jetzt FIFA ist, ob es Verteilung von vom Vermögen ist. Also wir sehen die Symptome halt jeden Tag. Krieg wird geführt, Krieg ist lukrativ durchs Finanzsystem und darauf wollte ich noch mal kurz eingehen und halt wirklich mal eine Lösung für das Ganze halt vorschlagen. Weil ich denke, es bringt halt nichts, wenn man andauernd sagt, ja, das ist so schlecht und wie es im Moment läuft. Und ich finde, wir müssen einfach mal eine Alternative vorstellen, wie es für jeden eigentlich besser laufen könnte. Weil ich denke, nichts ist alternativlos und vor allem unser System nicht. Das ist einfach was sich irgendwelche Menschen ausgedacht haben und halt davon profitieren. Okay, das erste Symptom von unserem System ist die Umverteilung von fleißig nach reich. Also wir haben ja quasi durch den Zinseszins einen Umverteilungswahnsinn, so wie ich es mal nennen will. Zum Beispiel jemand, der auch nicht verschuldet ist, der muss andauernd Zinsen bezahlen. Zum Beispiel ist in den ganzen Preisen, also für Produkte, die man so kauft, sind quasi auch Zinsen drin. Also was schätzt ihr, wie viel das jetzt ist ungefähr? Also da gibt's eine Statistik dazu. Also der Zinsanteil in den Preisen, was schätzt ihr da ungefähr? 15% ist noch relativ wenig, also man hat tatsächlich herausgefunden, dass es 40% sind. Es liegt vor allem daran, weil die Unternehmen haben ja eine Eigenkapitalquote von 20%. Das heißt, den Rest müssen sie sich leihen. Dann quasi auch nochmal Zinsen bezahlen und die Zinsen sind dann quasi in den Preisen drin. Also kommen wir auf 40% Zinsen. Dann verschuldet sich der Staat ja auch andauernd, also weil das Finanzsystem ja quasi privatisiert ist. Also ist nochmal Zinsen in den Steuern drin, das sind glaube ich 15%. Und wie wir schon oft gesagt haben, wenn man sich einen Kredit bei der Bank halt nimmt, bezahlt man auch wieder Zinsen. Und die Schulden wachsen jede Minute. Das führt natürlich dazu, dass wir exponentiell wachsende Guthaben und Schulden haben. Und das führt zu den Verwerfungen, die wir halt jeden Tag sehen. Und es wird ja auch oft gesagt, dass das Geld für einen arbeiten kann. Also ich habe schon oft Werbung von irgendwelchen Banken gesehen. Die sagen ja immer, ja, leg das Geld bei uns an, das wird dann für sie arbeiten. Am Prinzip funktioniert das auch nicht. Ja, jetzt mal eine Frage in die Runde. Wer bezahlt dann eigentlich die Zinsen? Also Geld wächst nicht auf Bäumen. Also, leider, ich weiß es. Naja, okay. Bezahlt eigentlich jeder, der arbeitet. Ja, ich habe noch eine Statistik zu der Verteilung von dem Vermögen. Wenn man jetzt zum Beispiel die Trennlinie bei der Hälfte halt nimmt, also die 50% ärmsten Menschen und die 50% reichsten Menschen in Deutschland. Also was schätzt ihr, was die 50% ärmsten der Bevölkerung haben? Wie viel Prozent vom Vermögen? Wie viel ungefähr? Ja, gut geschätzt. Also die ärmste Hälfte hat 4% des Vermögens und die reichste Hälfte dann natürlich 96% des Vermögens.
Das kann man noch ein bisschen weiter aufteilen. Und zwar, wenn man das nach Zehnteln aufteilt, also die ärmsten 10% und die reichsten 10%, hat das unterste Zehntel quasi über keinerlei Vermögen, weil es halt verschuldet ist. Und das oberste Zehntel ungefähr 2/3 vom Vermögen. Ja, also man sieht, wo das Ganze hinführt. Der Andreas Popp hat auch schon Vorträge darüber gehalten und zwar nennt er immer die Verhältnisse von Sao Paulo oder von Mumbai, wo es wirklich ganz viele richtig arme Menschen gibt, die quasi nichts haben und in Slums leben, sich keine Bildung leisten können, aber auf der anderen Seite dann quasi ganz wenige Superreiche, die aber im Prinzip auch nichts davon haben, weil sie sich dann quasi Gefängnisse bauen müssen und sich vor den ganzen Armen dann schützen müssen. Die brauchen dann Bodyguards, die brauchen gepanzerte Limousinen. Also profitiert im Endeffekt also keiner davon, wenn das so weiterläuft. Weder die Vermögenden oder die Armen. Also wenn das so weiterläuft. Also kurz noch zu dem Machtsystem. Also natürlich steht das Geldsystem über den Massenmedien und das steht wiederum über den Politikdarstellern und ganz unten sind quasi wir, die Untertanen. Auch ein Symptom ist davon quasi der Wachstumswahn und die Umweltzerstörung, weil die Wirtschaft andauernd wachsen muss, also immer mehr produzieren. Und natürlich, warum wir eigentlich auch hier stehen, wegen den ganzen Kriegsgefahren. Also dass es sich quasi lohnt, Krieg zu führen, weil, wie die Geschichte uns lehrt, zum Beispiel im Ersten oder Zweiten Weltkrieg gab es viele Banken, die einfach beide Seiten vom Krieg finanziert haben. Sowohl die Deutschen als auch die Russen und haben eigentlich jeden finanziert und da quasi kräftig verdient. Also ich denke, solange es sich lohnt, wirklich für diese Finanzkartelle Krieg anzufangen, wird auch immer wieder Krieg entstehen. Und ja, wir befinden uns im Moment, ich denke, an einem Umbruch. Also rein technisch ist dieses System schon lange gescheitert. Und wir sehen ja immer mehr, wie diese Symptome als sich quasi immer mehr werden. Also wir haben eine richtige Unterdrückung schon. Es müssen immer mehr Verträge gebrochen werden. Vertrag von Maastricht, sage ich mal zum Beispiel. Oder der ESM zum Beispiel, Europäischer Stabilitätsmechanismus. Der ist auch ganz klar gegen das Grundgesetz. Also das wird eigentlich immer mehr, aber ja. Also laut Definition ist das Faschismus, wenn Banken, Konzerne, Medien und Politiker das Volk unterdrücken. Und ich denke, diese Endphasen, der wir im Moment sind, können wir uns eigentlich schenken. Genau deswegen, wenn das System quasi komplett zusammenbricht, wenn alles auf Null geht, die Schulden auf Null, Guthaben auf Null, wollen wir eben nicht, dass das System wieder neu aufgelegt wird. Und deswegen wollte ich hier kurz den Plan B von der Wissensmanufaktur vorstellen. Also ja, die Wissensmanufaktur kennen vielleicht viele von euch, vom Rico Albrecht, Andreas Popp. Ja, ich kenne dich auch.